So, dann herzlich willkommen zur Nachmittagsausgabe. Heute ist halt mal der Tag ein bisschen anders. Das ist jetzt auch keine Live-Sendung, denn ich weiß immer noch nicht, ob ich die Bandbreite habe, die ich sonst auch habe für eine Live-Sendung. Aber ich denke, morgen soll es dann wieder funktionieren. Kurz zu den Märkten, zum DAX. Der hat heute Morgen sehr stark eröffnet. Dann gab es hier leicht einen Rückfall an die 9880er Marke, aber um dann in der gleichen Stunde wieder über dieser Linie zu schließen, über 9920. Jedenfalls im Stundenchart war das ja hier gerade. Dann ist er über den Rainbow ausgebrochen. Aktuell lief bis zur US-Eröffnung noch ein Rücklauf. Der würde jetzt hier dann bullisch wieder nach oben aufgelöst. Es dürfte im Moment sehr dynamisch zu und könnte eben gleich zum neuen Hoch führen. Im Prinzip die Long-Position. Die Long-Position bleibt also an Bord. Wer jetzt hier wirklich antizyklisch hier zugegriffen hat, liegt ja schon 220 Punkte im Plus. Sonst sind es halt rund, im Hoch waren es 200 Punkte an dem Kauflimit. Wenn man hier jetzt hier den EMA 200 als vielleicht erstes Kursziel sehen würde, hätte er noch bis 10.170 etwa Platz, beziehungsweise hier liegt ja auch noch eine Gap-Oberkante knapp unter 10.100 Punkten. Also hier wird vermutlich der DAX sich ein bisschen festfahren, um dann vielleicht weiter zu steigen. Zu den Setups, die ich eben heute Morgen noch präsentiert habe. Im Prinzip ja rechtzeitig, aber jeder war ja am Wochenende sowieso schon vorbereitet, dass es hier aufwärts geht. Nee, BMW, richtig enttäuscht nicht. Aber hätte ich ein kleines bisschen mehr erwartet. Welche Aktie definitiv überhaupt nicht enttäuscht, ist hier natürlich die SAP. Die hatte ich auch nur kurz mal am Video erwähnt. Es braucht eine andere größere Aktie, die den DAX nach oben treibt, wenn es nicht Bayer macht, dann eben eine SAP. Und die Aktie ist jetzt hier auch schon lange bekannt. Habe ich ja immer erwähnt, es muss hier kein Tief folgen, kann noch eins. Ist alles bullisch und kommt jetzt hier schon in der ersten Widerstandslinie. Hat die erreicht, Kursziel liegt halt noch ein kleines Stück höher. Die Deutsche Telekom wurde leider eben hier ausgestoppt, aber wie nochmals erwähnt, die wichtige Unterstützung hat hier gehalten und war dann weiter bullish und habe heute Morgen gesagt, bis 10, bis 15,40 bis zu dem ehemaligen Kauflimit soll sie ansteigen und da steht sie auch schon. Die Allianz kann auch punkten und zwar jetzt auch nicht, nicht weltbewegend, aber das Gap, was heute Morgen mit einem Gap gestartet ist, wurde geschlossen und soweit passt es auch. Die E.ON, die ist ein bisschen in Mitleidenschaft hier gezogen worden, erst positiv, jetzt wieder Abverkauf, mal sehen, wo da der Tagesschluss ist. Wir haben jetzt erst 15.45 Uhr. Die Siemens hat hier das Kursziel erreicht. Ich glaube im Hoch. Ich kann da mal kurz schauen, aber im Prinzip wichtig ist es nicht, ob es die im Hoch, 3,97. Also gut. 3 Cent noch nicht erreicht. Dann zum US-Dollar-Yen. Der kann hier die Marke nehmen, allerdings jetzt kommt er hier knapp über den Rainbow im 4-Stunden-Chart auch drüber.
Hier sind natürlich jetzt Rückläufe denkbar, aber unterhalb der 1,0725 sollte jetzt nicht mehr fallen, um dann weiter hier anzusteigen. Allerdings natürlich hier sind natürlich sehr antizyklisch und natürlich spekulativ das Setup. Dann noch ganz kurz, ja, Gold nähert sich, ja, und Silber ist gerade unter der 17-Dollar-Marke, läuft sozusagen auch wunschgemäß eine Korrektur. Also obwohl sowohl DAX wie auch die Währungspaare, wie auch jetzt Gold, ist alles ja, sehr prognosesicher im Moment. Ja, das kann natürlich sich ändern, aber hier kann man jetzt dann demnächst zu einem Kauf, kann hier folgen. Allerdings, ja, muss man natürlich schon auch sehen, es ist nicht ganz klar jetzt. Die anderen Setups mit hier, mit dem neuen Hoch, war besser. Jetzt hier kann das auch eine Aufwärtsbewegung fertig sein. Die kann jetzt hier auch noch viel länger korrigieren. Ist ein bisschen so zwiespältig, deswegen rein und vielleicht irgendwo eng absichern hier. Bislang ist es hier unten. Man hat ja größere Gewinne eingefahren und ja, kann auch natürlich dann zum Verlust führen. Man sollte nie es übertreiben. Hier mit dem australischen Dollar, US-Dollar, hier ist jetzt auch womöglich heute ein Tagesschlusskurs unter dieser Marke. Also hier würde man dann entweder mit der einen Position ausgestoppt schon und die andere war hier ganz knapp darunter und die andere wird vielleicht heute dann folgen. Hier ist, sag ich mal, genügend Gewinne aufgelaufen, damit man jetzt hier eben auch die, ja, was sind das, 100, 150 Pips hat man jetzt hier halt leider verloren. Wie gesagt, alles läuft nicht, aber vieles läuft sozusagen wunschgemäß. Das war es jetzt erstmal. Ob ich heute Abend noch zum Video dazukomme, weiß ich noch nicht, aber es ist im Prinzip jetzt vieles gesagt. Die Kaufzeitpunkte waren eben dann heute Morgen oder beziehungsweise am Freitag ganz antizyklisch. Und ja, jetzt muss man eher ja, entweder Gewinnsicherung irgendwo betreiben auch oder Teilverkäufe und den Rest auf Einstand nachziehen. Und dann eben vielleicht bei Gold und Silber zuschlagen. Bei Silber ist ja wieder unter der 17 US-Dollar-Marke über 3% verloren. Da kann man vielleicht auch mal sehr spekulativ einfach ins fallende Messer greifen und die Position dann eben absichern. Danke fürs Zuhören und bis morgen.